Ein Tag vor den Prinzenfrühschoppen im Kurhaus und im Bürgerhaus war heute Abend Jeck im Keller angesagt. Die kleine, feine Batonifer KG Lössier Geselle zelebrierte ihre Starterfete und Bürgersitzung im heimeligen Gewölbekeller in der Bergstraße. Der war jedoch alles andere als ein Hort der Gemütlichkeit. Es tobte so richtig der Bär. Und da wollten natürlich auch das Siebengebirgsprinzenpaar und der Spielmannszug nicht fehlen. Wenn schon Tullitäten den Weg in den Untergrund nicht scheuen, dann natürlich auch nicht das Egidienberger Prinzenpaar. Das kam mit seinem Gefolge Präsident und Wibbelstedts Guido Ottersbach vorn weg. Guten Abend hier im Tonnengewölbekeller. Ich begrüße euch da hinten an der Theke, an den Toiletten und auch überall, wo die Leute sind. Seid herzlich willkommen zu dieser tollen Fete. Klasse, dass wegen der Größe des Zeughauses abgespeckte Tanzchor, das selbst auf kleinstem Raum die dollsten Hebefiguren hinbekam. Und nachdem Prinz Roland I. die Begrüßungsworte gesprochen hatte, wurden traditionell die Orden verteilt. Aber nicht nur aus Bad Tonneftal und vom Berg kamen die Jeckenwürdenträger. Das Kinderprinzenpaar aus Rhein-Breitbach machte seine Aufwartung. Und die KG Unkel besuchte die Löstige mit einer Abordnung Starze Käts und Lecker Mädche. Oder darf man das so jetzt nicht mehr sagen? Nee, fast Laufensäcke, sehr gerne sind wir hier nach Bad Tonneftal gekommen, mit euch in diesem Riesensaal hier, mit euch wirklich eine Karneval zu starten. Wir haben auch hier unseren Deckenstatiker mitgebracht, lieber Olaf, zeig dich mal. Den haben wir mitgebracht, damit die Decke fest. Gleich morgen geht's in Bad Tonneff-Jeck weiter. Die KG Kläff-Botz veranstaltet ab 11 Uhr im Bürgerhaus ihren Frühschoppen und im Kurhaus begrüßt das Siebengebirgsprinzenpaar seine Gäste. 11.11 Uhr im Kurhaus zum großen Prinzenfrühschoppen. Und wir freuen uns auf ein schönes Programm und hoffen auf viele Karnevalisten, die uns unterstützen. Dreifach Bad Tonneff!